Industrielle Datenkommunikation ist deswegen ein wichtiges Thema für uns, weil wir Daten als Rohstoff des 21. Jahrhunderts betrachten. Man liest jetzt viele Analogien, auch dass es das Daten das neue Öl seien. Und das ist deswegen so relevant, weil die Differenzierung im Wettbewerb immer stärker davon abhängen wird, wie man Daten nutzen kann und wie man seine Produkte und seine Prozesse darüber weiter verbessert. Und Daten wird es ermöglichen, den OEE in der Produktion weiter hochzubekommen, wo man heute an Grenzen ist. Und Daten wird man brauchen, um Produkte herzustellen, die sich von anderen differenzieren. In der Datenkommunikation werden natürlich jetzt immer mehr Sensoren installiert werden und von daher nimmt Datenkommunikation zu. Zusätzlicher Effekt ist aber auch, dass alles mit allem verbunden werden wird. Was ich damit meine, ist, dass Sie natürlich nicht mehr eine klassische Topologie haben, wo ein Sensor etwas an die Steuerung meldet und die Steuerung steuert einen Aktor an, sondern man wird davon ausgehen müssen, dass ein Sensor direkt mit einem anderen Sensor kommunizieren kann, den Weg nicht mehr über die Steuerung geht und Sie nicht so eine sternförmige Topologie haben, sondern ein Netzwerk haben und das nicht nur in der eigenen Fabrik, sondern auch mit anderen Fabriken. Von daher bezieht sich das eben darauf, dass man nicht nur innerhalb einer Maschine alles mit allem vernetzt, jeden Sensor und jeden Aktor, sondern dass sie auch Maschinen untereinander vernetzen und ganze Werke miteinander vernetzen.